Willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear, dem hoffentlich letzten Part. Warum hoffentlich? Und vielleicht auch viel eher noch die Frage, wo bin ich? Ich sag's mal so, ich werde es euch kurz zeigen. Hier ist der Speicherpunkt und wenn wir jetzt hier runter schwimmen, kommen wir bei dem wunderschönen Jump'n'Run an. Warum das nicht in der Aufnahme drin ist? Ich hab's nicht aufgenommen, weil... Ja. Und warum auch jetzt die letzten Tage kein Part mehr kam, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es der letzte sein wird. Und ich weiß jetzt auch schon, dass jetzt gleich der Boss kommen wird, das habe ich mich leider gespoilert. Jedenfalls habe ich insgesamt bestimmt 2 Stunden an diesem Jump'n'Run versucht und es nie geschafft, weil kurz vor Ende so ein Sprung kam, der sowas von fast unmöglich war, weil er direkt über die Decke war und du konntest kaum springen und es war so bescheiden. Ich habe stundenlang daran gesessen und habe auch leider keinen Flyhack gefunden, habe auch wirklich danach versucht, weil ich halt echt am Verzweifeln war. Ja, aber hier ist der letzte Part. Als Weihnachtsgeschenk für euch. Ja. Hier liegen 2 Spritzen. Ich denke mal, ich werde jetzt eine dieser Waffen wegwerfen oder so. Ich die Platine Munition noch. Das war Munition. Ja, ich denke mal, ich werfe so echt Pistole aus. Ich meine, ich habe ja Ehre. Ehre. Ja, ich habe auch Ehre, genau. Nee, aber ich meine, ich habe auch mehrere Versuche wahrscheinlich, weil. Also, wenn ich es jetzt schaffe halt, weil. Hier ist ja direkt ein Speicherpunkt direkt vor dem Boss, deswegen sollte das kein Problem sein. Denke ich mal. Ja. Los geht's. Ja. Oh, oh cool, Bretter. Oh, eine Box. Nee. Alter, ist das euer Ernst, Mann? Was denn los? Ich werde hier von allen möglichen Gegenständen abgeworfen. Oh nein. Und es leckt. Oh fuck. Okay. Das wird ja was. Das wird ja was. Cool. Heilen erstmal. Es kommen keine Gegner mehr, oder? Nee. Aber damit muss ich jetzt irgendwas machen. So, nimm mal mit. Danke. Wohin? Mal eben gucken. Wohin? Geil. Ja, sehr offensichtlich, ne? Oh fuck. Gegenstände des Todes. Oh fuck, man, das ist doch voll der beschissene Tomatensuppenkack. Und so. Oh Gott. Alter, wir sind hier nicht bei weiß ich was. Wir sind hier bei Cry of Fear und ich cry auf Gegenstände des Todes. Ja, ich bin so tot jetzt. Gegenstände. Hallo, fliegende Gegenstände. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, ich werde es nochmal genauso machen, glaube ich. Ich meine... Ja. Fliegende Gegenstände. Ey, immerhin one-hitten sie nämlich nicht, ne? So wie die Türen oder so. Ich meine... Ja, ist doch mal ganz nett. Alter. Damit werde ich jetzt wohl noch einige Zeit verbringen dürfen, wenn es so weitergeht. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll ich denn ahnen, von wo die kommen? Ich sehe die ja nicht mal schnell genug. Kann ich jetzt irgendwie kann ich die skippen? Ich weiß nicht mehr wie.
Alter! Nein! Entfernen! War das richtig oder ist jetzt einfach die Videosequenz vorbei gewesen, ist die Frage. Ich drücke einfach irgendwelche Tasten, Mann. Oh, fuck. Nein. Hat gut geklappt. Oh, fuck. Nachladen. Okay, ich meine, ich habe ein bisschen weniger Leben verloren diesmal. Immerhin etwas. Jetzt muss ich aber irgendwas blocken. Geil. Ja, ich habe Zeit, ne? Hoffe ich. Ja, ich droppe erstmal dich. Und heb ich dann. Muss mal da hinlegen. Dann wieder auf, sobald ich dich brauche. Eigentlich halt näher dran. Oh fuck. Gegenstände, Gegenstände. Alter. Alter. Oh fuck. Spritze. Schnell. Wie gesagt, ich finde den Bosskampf total toll. Oh fuck. Ach Gott, das wird echt grauenvoll noch. Alter. Okay, jetzt kann ich die Waffe mitnehmen und auch das Rad, wenn es hier irgendwo liegt, oder kriege ich kein Rad mehr? Doch, kriege ich. Dahin. Natürlich nicht, dann halt dahin. Hä? Achso, woanders hin, natürlich. Hierhin. Warte mal. Es gibt 4 Stück. Nein, oder? Ich meine, ich hätte ja 2 Runden halte ich aus. 3 werden schwer. Alles andere wird unmöglich. Ganz ehrlich. Welcher Mensch hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich. Okay. Fliegende Boxen. Während Gegner schon da sind. Ich hoffe ganz stark, das bleibt nicht so. Ist es, bleibt es auch nicht gerade. Okay. Weiter geht's. Alter. Ich glaube, ich schaffe das von der Munition her gar nicht. Ich muss jetzt gleich jeden einzelnen Schuss treffen, habe ich das Gefühl. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich schaffe es bei diesem Mal, glaube ich, auch noch nicht. Aber beim nächsten Mal sollte es vielleicht. Natürlich, ich gehe immer wieder zur selben Stelle hin. Logisch. So rein. Theoretisch gesehen könnte ich es auch schaffen. Ich habe die zweite Runde mit den Gegenständen zu sehr verkackt, glaube ich. Das ist einfach. Ansonsten ist es eigentlich theoretisch möglich. Oh fuck, fast tot. Oh Gott, ja, geil. Nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, okay, okay. Letzter Gegner. Oh, wehe, der Bosskampf ist gleich nicht vorbei. Dann bin ich sowieso tot. Oh Gott. Alter, was knapp. Okay. Boah, Alter, war das knapp. Okay, ich bewege mich gerade nicht. Ah, nett. Ready?
Ich finde es übrigens sehr interessant, warum Simon da oben eine Lebensanzeige hat, obwohl ich die ganze Zeit nur Gegner verprügelt habe und jetzt auf einmal. Achso, ich muss Tasten drücken. Ah, ich muss Mausklick spammen. Oh, ich muss Mausklick schneller spammen. Schnell, schnell, schnell. Ach, ich muss Leertaste spammen. Oh, fuck, man. Nein, oder? Ich verliere jetzt nicht wegen einer Quicktime-Sequenz. Was? Hä? Ach so, oder? Ich bin gerade verwirrt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Oder so. Ich bin verwirrt. Life anymore. My paralyzed legs made me worthless, and I felt like an outsider ever since the accidents. Anxiety and depression controlled my life, and there was no way out of this bottomless pit. My friends looked right past me. My family abandoned. Nobody wants a cripple, especially one that would need your help. Fucking worthless. The only person that ever tried to help me was my doctor. He tried a lot. He is the only reason this book exists. Writing it has helped me put things into perspective, I think. But in the end, it hasn't really changed anything for me. I still felt like shit. I was still all alone in solitude. Purnell, if you're reading this, I'm sorry. There were no choices left. I made up my mind. Not everyone can be saved. I had to end my life, and I had to take my special person with me, Sophie. I wanted to keep her with me. I wanted to keep her all for myself. I hope her body is rotting away when you find her. This is my conclusion. This is my end. Farewell, everyone. Ja, das war tatsächlich Cry 4. Das war Cry 4. Nach 2 oder 3 Monaten, ich glaube eher 3, ist es geschafft. Ja. War ein schönes Spiel. Das erste Kapitel war tatsächlich eines der besten, vor allem auch eines der heftigsten. Und das sage ich nicht nur, weil... Ja, vielleicht sag ich es doch nur, weil ich mich mittlerweile drin gewohnt habe, aber der Anfang war halt echt, finde ich, richtig heftig, weil dieses Haus, es war grauenhaft. Danach war es halt immer noch gruselig, aber nicht so krass. Keine Ahnung, ob es jetzt daran lag, ob ich das halt angewohnt habe, dass es halt so ist. Oder halt auch, weil das erste Kapitel wirklich das Schlimmste ist, aber keine Ahnung. Aber generell, schönes Spiel. Das letzte Kapitel war natürlich super toll. Nein, war es nicht. Das ist das Einzige, was ich im Spiel auszusetzen habe, dieses Jump'n'Run. Generell die Jump'n'Runs waren echt bescheiden. Ja, definitiv. Naja, aber im Großen und Ganzen habe ich es dann irgendwann doch noch geschafft. Irgendwann. Auch wenn ich schon aufgeben wollte. Ja. Und ich hätte vor allem nicht gedacht, dass ich den letzten Boss so schnell schaffe. Ich meine... Der hat echt schwer gewirkt. Also auch als ich ihn jetzt gerade halt gespielt habe, aber keine Ahnung. Naja, er war nicht einfach, aber er war auch nicht so schwer, wie ich erwartet hätte. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe Halsschmerzen, das kann ich noch sagen. Eigentlich rede ich den ganzen Tag so gut wie gar nichts. So gut wie gar nicht. So gut wie überhaupt nicht. Aber ich tue es nur für euch, weil ich jetzt das Jump'n'Run geschafft habe. Nehme ich jetzt auch noch eine Folge auf, obwohl ich die ganze Zeit Schmerzen habe. Das tue ich extra für euch. Merkt es euch. Ich hoffe, man merkt keinen Unterschied, aber eigentlich sage ich das immer irgendwie. Ob man einen Unterschied merkt von meiner Stimme her, wenn ich krank bin, aber tut man nicht nie, aber trotzdem, ich hatte keinen Bock jetzt heute aufzunehmen, deswegen. Ja, frohe Weihnachten euch allen, könnte ich das sagen, ne? Ja, hier, frohe Weihnachten, da habt ihr einen weißen Hintergrund, da könnte ich einbilden, dass das Schnee wäre. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. War ein schönes Spiel, habe ich schon mal gesagt, ne? War auf jeden Fall ein richtig gutes Survival-Horror-Game, vor allem im Gegensatz zu den meisten neuen Spielen. Ach ja, ein Nachfolgeprojekt ist ja schon geplant. Sorry. Ja. Und zwar wird wahrscheinlich bald Zombie U starten. Wir sind noch nicht ganz sicher, wie es starten wird. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu. Und zwar ist noch nicht ganz sicher, ob wir, also ob ich das spielen werde als normales Projekt, komplett von Anfang bis Ende, oder ob ich es einfach nur einen Run mache, und zwar im Hardcore-Modus, oder Survivor-Modus heißt der, glaube ich, wo man halt nur ein Leben hat und dann ist der Spielstand gelöscht. Da würde ich halt nach dem Tod direkt aufhören, das Projekt. Könnt ihr eure Meinung mal zu schreiben, würdet ihr das Spiel gerne ganz sehen oder nur bis zum ersten Tod? Weil das Problem ist halt, das Spiel kenne ich schon nicht komplett, aber bestimmt die Hälfte bis drei Viertel davon, sagen wir mal zwei Drittel, kenne ich davon bestimmt. Und deswegen wäre es halt nicht mehr, also ist schon ein Jahr oder zwei her, aber ist halt nicht mehr ganz blind, auf jeden Fall nicht. Und deswegen wäre es natürlich mal was Interessantes, halt diesen Hardcore-Modus zu machen. Ja, also eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, eure Meinung zum Projekt gerne in die Kommentare, eure Meinung zum Video gerne in die Kommentare, alles gerne in die Kommentare. Na, und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao. Oh, wir sehen noch was. Statistics and Great. So, 1195 Schüsse abgefeuert und 785 davon getroffen. Das nenne ich ziemlich lächerlich, vor allem bei der schlechten KI und den langsamen, okay, nicht langsam, aber Gegnern, die man eigentlich nicht verfehlen sollte halt. Also 65% getroffen. 30 Spritzen, so. 93 mal gespeichert? Was? Echt jetzt? Alter. Okay. Waffen gefunden. 15. Ich weiß auch nicht, wie viele es gibt. ...1878 Schaden genommen. 40 Kilometer gelaufen. Fast 50. 7 Stunden, ja. Ist kein kurzes Spiel, muss man sagen. Es ist gratis, es ist ein gutes Spiel und es ist... Hat mich echt jetzt 7 Stunden gekostet. Wozu natürlich die ganzen. Immer wenn ich gestorben bin, wurde ja wieder ein Spielstand geladen. Das heißt, die Zeit wurde gar nicht mitgezählt. Zum Beispiel das Jump'n'Run wurde nicht mitgezählt. Also schon kein kurzes Spiel. 50. Okay, 49, aber sagen wir 50 Gegner im Nahkampf getötet. 219 im Fernkampf. Das verwundert mich. Also ich meine, 49 Gegner im Nahkampf. Aber. Nur 219 im Fernkampf? Ich meine, ich habe den am Anfang mit im Nahkampf gekämpft, danach noch ein paar Mal vielleicht, aber an sich habe ich doch die ganze Zeit mit Schusswaffen gekämpft. Dann, nur so wenige mit normalen Waffen, bla. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Verwirrt mich, dass ich nur so wenige Gegner mit Schusswaffen getötet habe. Aber hey, Schwierigkeitsgrad, normal. Ende Nummer 2. Und insgesamt ein D wie der Tomatentoaster. Kann ich irgendeine Taste drücken? Geil! Geil, das wollte ich auch schon mal immer haben. Das wollte ich auch schon immer haben. Obwohl, das ist eigentlich sogar echt. Ich mache das auf jeden Fall nicht im Projekt, aber ich werde es vielleicht. Noch mal angucken. Ich denke, das ist so, oder ist das so?
Also wenn es so ist wie bei einigen anderen Spielen, die ich schon gespielt habe, zum Beispiel halt Portal. Und da gab es so, wenn man das am Anfang ausgewählt hat, dann konnte man irgendwie sich so während des Spiels so Kommentare zu den einzelnen Arealen durchlesen, wo die Entwickler etwas dazu gesagt haben. Wenn das so ist, dann spielt das Spiel sogar extra für normal. Natürlich nicht im Projekt, wie gesagt, aber so für mich. Sehr gerne. Nightmare Mode. Haha. Ja, sowas von. Sowas von. Nee, danke. Dr. Mode. Da habe ich noch nie was von gehört. Warte mal. Wenn wir es nun gehen. Nightmare Mode. Ja, und da können wir genau. Okay, dann ist es so, wie ich es mir gedacht habe. Das ist cool. Werde ich auf jeden Fall nochmal auf einfach wahrscheinlich einfach spielen, damit ich die Kommentare nochmal alle lesen kann. Dann hier. Was gibt's hier denn noch jetzt? Custom Campaign. Ja genau, bin ich aus Versehen irgendwann mal draufgegangen, aber werde ich mir vielleicht irgendwo mal was vorangucken, aber eigentlich eher nicht. Unlockables. So, haben wir nochmal die Seiten. Nightmare Mode. Doctor Mode. Click to play. Ich guck mal ganz kurz, was das ist. Nur ganz kurz. Ich werde den jetzt nicht durchspielen. Ist das jetzt noch... Okay, wir gucken mal eben rein. It's become clear that Simon is not progressing mentally like I initially had hoped. I suggested that Simon should keep a book and to write down feelings and anxieties whenever he needed to. This seems to have gone out of control, however, and during therapy sessions it has become clear that the book only has had a negative and terrifying effect. I cannot help Simon anymore. There is no treatment I can supply to alter his mind. I can only hope to stop his mental disorder before he does any damage to himself or the ones around him. I have to find the book. I need to destroy it. Okay. Also es ist quasi noch eine Erweiterung zur Story. This is the wrong way. Cool. Scheint so. Wollt ihr davon auch noch Videos sehen? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Wollt ihr das hier vor Zombie U am besten noch sehen? Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, falls ich irgendwie die Einstellung nicht hinkriege, weil Konsole aufnehmen habe ich ja nie gemacht. Ja, wollt ihr das hier sehen? Können wir auch gerne machen. Naja, wie dem auch sei. Egal, was ich jetzt als nächstes mache. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Wie immer. Ciao.